Sie stehen für Raub, Schutzgelderpressung, Körperverletzung und Drogenhandel. Kaum eine arabische Großfamilie steht so stark im Fokus der Ermittlungsbehörden wie sie, der Berliner Remo-Clan. Eine verschworene Blutsbande, bestehend aus 1000 Mitgliedern. Wenn ich an die Schwere der Taten denke, wie Goldmünze. Auf der Anklagebank sitzen 4 Angeklagte, denen der Diebstahl einer Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum zur Last gelegt wird. Ein grünes Gewölbe in Dresden. Der Gesamtwert der entwendeten Stücke wird auf über 113 Millionen Euro geschätzt. Klassische Geldwäsche, Immobilienbesitz und so weiter. Das zeigt für mich ganz deutlich, dass diese Familie keine Skrupel, keinen Anstand, keinen Respekt vor unserer Gesellschaft hat. Der Remo-Clan lebt nach seinen eigenen Gesetzen. Der Rechtsstaat, er wird ignoriert. Bei ihren kriminellen Geschäften erbeuten sie Millionen, legen es weltweit an. In die Hotellerie, zum Beispiel rund ums Mittelmeer, fließt sehr viel Geld. Wir haben es dort nicht mit rational denkenden Menschen zu tun, sondern die verschaffen sich größtmöglichen, insbesondere finanziellen Erfolg durch möglichst wenig Aufwand, den sie betreiben. Geld sichert den Remos die Macht in der Hauptstadt. Und das über Generationen. Die Strafakten der Familienmitglieder beginnen bereits im Kindesalter. Wir haben etwa 23 Straftäter mit fast 250 Straftaten. Wir haben schon damals immer wieder festgestellt, dass Kinder mit Einkaufslisten losgeschickt wurden in die Einkaufszentren und auf Bestellung gestohlen haben. Ein verschworener Clan, der rücksichtslos mit seinen Konkurrenten umgeht. Notfalls mit tödlicher Gewalt. An diesem Ort wurde ein brutaler Mord verübt. Issa Remo und die Familie Remo gehören ohne jede Frage heute zu den führenden Clans unter den arabischen Großfamilien in Berlin.